Also mit Kreis abschließen. Ach, really? Die können einen Sprengsatz initialisieren? Holy shit! Die haben einen Sensor oder sowas dran, wenn ich das jetzt richtig gerade verstanden habe. Ein Sensor dran? Dass die Stützpfeile, also wenn man da was am Stützpfeiler ranmacht, dass da automatisch erkannt wird, pass auf, da ist ein Sprengsatz dran. Holy shit! Da soll ich rüberkommen. Okay, ja. Holy shit! Haut ab! Komm, stirb, stirb, bitte, 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 bitte! Ihr könnt mich hier nicht treffen, ich stehe hinter einem fucking Pfeiler. Der ist aus Stahl. Das ist der andere Typ. Hä? Da fehlt doch einer. Hallo? Wie kann ich denn gehen? Ah, ein bisschen geht. Da ist er. Ach nein, geh, kusch, kusch, kusch. Nein, nein, geh da, geh hinter deinen Pfeiler wieder. Kusch dich. Jetzt. So, tschüss. Ich hoffe mal, das war's so. Nein, ich bin runtergefallen, really? Ach man, Alter. Pleiten, Pech und Pannen, ohne Scheiß. Zack, zack. Zack. So. Das war knapp. Aber ich komme halt recht weit, muss ich sagen. Vor allem durch ein Sprinten ist ja, ich sag mal, an sich ist das Jetpack eigentlich nur ein Boost, ein Jump Boost, ehrlich gesagt. Wie kann man denn hier runterfallen? Verstehe ich nicht. Eigenartig. Mal sicherheitshalber nochmal nachsetzen. Wie kann ich da denn runterfallen? Das geht doch gar nicht. Wie geht's hin? Komm, 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 komm. Soll ich denn da jetzt hochkommen? Alter. Imposter! Ey, das hat sich voll russisch angehört. Ey, jetzt habe ich noch eine Folge gespuckt. Wieso? Alter, du musst erst mal sehen, dass du überhaupt da irgendwie hochkommst. Komm, du Bastard. Wenn ich jetzt gegen den Typen sterbe, ne? Ich raste aus. Natürlich! Das kann doch nicht sein, das war so klar. Der, ohne Scheiß, der erste Versuch ist immer der beste. Gefühlt. Komm mal her, Drecksau. Vor allem gefühlt blocken die Dingens auch mega viel. Alter, es ist okay. Zack. Okay. Das Problem ist halt, er sieht mich halt. Schnauze da. Und bis ich mich da umgedreht hab, bin ich halt schon lange tot. Oh Mann, Alter, das ist mehr knapp jedes Mal. Kurz, ganz kurz warten. Ganz kurz Pause hier. Ganz kurz calm down. Dann passt es. Dahin. Dahin. Langsam hoch. Hallo? Jemand zu Hause? Können wir hier hoch? Was? Ah, hi. Eine Granate kannst du behalten noch. Ein Safe Point wäre ganz geil. Die Gätze? Da lang. Okay, zack. Lol. Das ist mega fies. Wo? Da guckt halt nur der Kopf raus. Gehen wir mal hier kurz in Deckung. Heilige Scheiße, sie springen. Die springen. Die springen in Wasser. Ah, ja, ja, ich habe da schon wieder eine Fliege gesehen. Riesengroße, fette Schmeißfliege. Komm her, du Sau. 2 Minuten habe ich noch. Okay. Gut, dass er sich auf das Bang-Duell eingelassen hat. Was? Der hat doch so viele... Mein Gott, really? Der hat doch so viele Schüsse in den Kopf einfach mal kassiert. Und dann ist hier oben, da oben kein Spielstand, kein Safe Point. Really? Das Spiel will mich doch abfacken. So, mein Freund. Du kriegst jetzt erstmal hier ein paar Kopfschellen, ohne Scheiß. Tot? Sieht so danach aus. Zack. Hinten können wir nämlich
ganz entspannt nämlich hier hochgehen. Oder auch nicht. Na komm. Er lebt halt immer noch, oder? Ne, er liegt, okay. Weiß nicht, das sah mega komisch aus gerade. So, dann können wir nämlich gleich mal so rüberspringen. Oh. Zack. Weiß nicht, das Zielen ist doch manchmal ein bisschen schwer. Gut, das Problem ist halt, was ich eigentlich ehrlich gesagt sehe, ist, dass ich nicht wirklich gut auf hier auf solche Ego-Shooter auf der Konsole zumindest bin. Erstmal wieder in der Ecke. Heilige Scheiße, sie springen. Ach, sind es drei, okay. So, die Schmeißfliege lässt sich hoffentlich wieder auf diesen Maschendraht ein. Komm schon, du Fliegensau. Oh, heiß. Sehr schön. Dann können wir nämlich ganz langsamer vorlupen. Dann können wir die nämlich aus sicherer Entfernung schön abballen. Ich weiß gar nicht, war hier noch eine? Was? Da hinten ist noch eine. Noch eine? Wenn jetzt nicht irgendwie hier plötzlich mal instant mal eine auftaucht, sollte es eigentlich kein Problem sein. Ich hoffe mal, dass ich jetzt irgendwie mal einen Speierpunkt bekomme. Ja, doch, ich gehe richtig. Hallo? Okay. Das heißt, da einmal runter. Funktioniert! Scheiße! Das hat geklappt. Oder? Werde ich hier bald mal rausgeholt? Hey, da hatte wohl jemand Lust auf ein Bad? Kann es losgehen? Raider Command an alle Raiders. Bereit machen für schweren Beschuss. Folgt euren Teams und bleibt zusammen. Neu formieren auf der anderen Seite des Hafens. Dann mal los! Weiter mit den Geschützen in Stellung! Wir brauchen sowas! Okay, klettern wir auf den Bunker! Alles klar! Really? Ich werde sie nicht zurücklassen. Wir geben Deckung, Command. Warum habe ich denn auf einmal keinen Untertitel mehr? What the fuck? Alles okay, Mann. Ich bin hier. Das war eigenartig. Hafenverteidigung ausschalten, okay. Da ist der Bunker. Oh, hi. Ja, ich muss doch... Alter! Das Gute ist, dass er mich wiederbeleben kann. Ich muss erstmal auf... Ich erreiche sie nicht. Wie, du erreichst mich nicht? Willst du mich verarschen? Ich bin doch direkt vor dir. Na, super. Tot. Ja, gut. Frage ist halt, wie mache ich das am besten? Na gut, wenn ich teilweise so in eine Deckung reinrutsche, sollte es an sich gut, ganz gut, ganz... Ach, really? Ganz gut passen, wollte ich eigentlich sagen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie mich brauchen. Jetzt am besten. So, das Gute ist, dass ich hier ein bisschen vorschleichen kann. Beziehungsweise, was heißt vorschleichen? Da ich mich nicht so stark irgendwie... Sterb doch jetzt hier endlich. Als ich hier langsam hochgehen kann. Das war eben gerade so mein Fehler. Der steht halt immer noch! Warten Sie, bin schon
Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt sagst, ich kann nicht, wann sie hier reinkommen. Das wird nicht wehtun. Haben Sie geglaubt, dass ich sie sterben lasse? Nee, aber gedacht, dass du schon wieder sagst, ich komme hier an hier ran. Okay, okay. Tot. Das sieht eigentlich ganz gut aus, dass wir vorstürmen können. Aber das sieht ein bisschen aus wie Teil 2, muss ich sagen, oder? Okay, ich gehe wieder ein Stückchen zurück. Ich weiß nicht, in Teil 2, glaube ich, mussten wir auch stürmen, ne? Das kommt mir so ein bisschen bekannt vor, oder war das Teil 1? Ich bin der Meinung, das war Teil 2. Auch, kann das sein, dass es die gleiche Basis sogar ist? Keine Ahnung. Sieht irgendwie, also ich, es kommt mir aus Teil 2 relativ bekannt vor. Bei der Aufbau und alles. Don't know. Was? Ja. Okay. Sturmgewehr. Ja, alles klar. Ja, super. Das Problem ist halt, dass ich nur ein normales Sturmgewehr nehmen kann. Oh, ist das scheiße. Stimmt ja. Das wäre geiler gewesen, wenn ich Dingens gekriegt hätte. Wenn ich halt... Alles klar. Wenn ich... Ja, zwei Waffen halt mitnehmen kann oder tragen könnte und nicht ein Sturmgewehr-Pistol und dann, ich sag mal, so eine Spezialwaffe. Wie ja, das Mini-MG beziehungsweise irgendwie was anderes. Alle Teams bereit zum Angriff. Zack. Ja, da haben wir es, ihr verdammten Mistkerle. Da hinten müsste ich eigentlich... Das Ding kann ich noch anvisieren. Okay, ich habe wieder Dingens-Titel. Ich habe wieder Untertitel. Wo denn? Ich kann den Panzer halt leider nicht anvisieren. Das ist so gerade so mein Problem. Adon. Tschüss. Geh weg. Das war knapp. Was konnte ich denn dann noch anvisieren? Okay. Da lang, okay. Das hat, oh, wir gehen gleich nicht zurück, oder was? Also ich habe jetzt nichts dagegen. Okay, Munition ist voll. Aber ich habe gehofft, dass das irgendwie so einen Übergang dazu gibt. Alt. Okay, hier vorne. Das heißt, einmal quer rüberlaufen. Oh, shit. Einfach mal durchstürmen. Komm. Hi. Lauf. Fuck you, Alter. Ich komme da durch, wenn ich Bock habe, ja? Also, klappe da. Das Gewehr würde ich aber trotzdem ganz gerne ausprobieren. Mein Problem ist aber, es ist halt ein Single Shot. Ach, komm schon. Mach. Jawohl. So, dann kann ich mich nämlich hier hinter verstecken. Haha. An sich ist es mega cool, wenn du halt, wenn die KI, oder wenn sie es eingebaut, oder dass sie es eingebaut haben, dass die KI dich heilt. War ja in Gears of War 3 auch schon so. Also von daher, ist schon cool. Weil du hast dadurch halt weniger Tode, auch wenn du da... Ich bin da zwar tausendmal verreckt, aber ist halt ein bisschen kacke, aber gut. Deine Granate kannst du behalten. Und ja, ich weiß, dass ich nur oben muss, aber ich wollte den Typen da erstmal killen. Ja, dann würde ich mal sagen... Gehen wir nach oben. So, hi. Nehmen wir den noch mit. So, ich denke mal jetzt einmal ein Geschütz. Zack. Dann wird garantiert gleich nochmal ein Panzer und sowas kommen. Ihr habt's gehört. Alle Mann auf die andere Seite des Hafens. Ich bin direkt hinter euch. Panzer, hier ist noch ein Panzer. Ja, das war so klar. Das war so klar, dass da nochmal ein Panzer kommt. Weil alles andere wäre halt ein bisschen blöd. Komm, so. Wir holen uns mal die Leute per Artillerie hier. Zack. Alter. Na komm. Und da einmal hin. Ja, mein Gott.
Ich habe gerade die Ressourcen, also von daher. So, tschüss.